So ein Wenn man bisschen. also einen Mann 48 Stunden am Stück lutscht, ja, ist dann so ein Stück Penis wegverdaut. Zahlst du in die Rentenkasse ein? Wer bin ich denn? Natürlich nicht. Welches Geld soll ich denn da einzahlen? Weiß ich ja nicht. Das, Leute, was, das Geld, was mir die Leute bei Patreon geben, das gebe ich nur für Wasser und Brot aus. Hallo Leute, na, schön, dass ihr da seid. Danke für euren Support. Also Riester-Rente und so, ne? Das ist ja alles. Ach, also glaubst du, dass wir noch Rente bekommen später mal? Das bricht ja alles, also sorry, dass ich hier gerade wieder Depression mache, Jules, aber das bricht alles zusammen. Also was, wie soll denn das bezahlt werden, wenn dann wieder das Brot irgendwie 100 Euro kostet? Wie wollen wir da Rente bekommen? Wird schon klappen irgendwie, dass irgendwann doch die Linken die Welt regieren. Am besten jetzt all dein Geld in Gold rein investieren, weil wenn die Welt überflutet ist und Tornados und Hitzewellen, da wollen die Leute Gold. Und was ist, wenn, ist mein Tipp für wenn euch. Gold nicht mehr cool ist, wenn sie irgendwann sagen, Gold ist lange genug Spitzenreiter gewesen, jetzt ist es Aluminium. Ja, oder Wasser. Oder Wasser. Also Wasser kann man nie genug, am besten abgestandenes Wasser, das wird wahrscheinlich gut im Kommen sein. Ja, das ist doch auf jeden Fall Happy-Go-Lucky, was wir hier direkt hier im Intro um uns werfen. In eure Gehörgänge hinein. Aber das brauche ich auch, denn ich habe die letzte halbe Stunde mir also so einen Clusterfuck an Twitch-Drama eingepflegt und bin noch nicht ansatzweise. Ich habe hier vor Tino Nachrichten und Notizen und alles habe ich da ausgelegt. Ach, das hier ist das, ach so, ja. Und ich habe es trotzdem noch nicht verstanden, was da schon wieder für eine Scheiße passiert. Emiru, Twinky, ich kann es Twinky, Winky, Lala, Dipsy, Po, alle sind dabei. Die ganzen großen Streamer. Es ist der Wahnsinn. Aber erstmal, liebe Leute, einen Gang zurückschalten, ja? Wir sind wieder hier, Brennpunkt Internet, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind... Ach komm, ich Roy. Bin... Ich bin Siegfried, komm, du bist Roy, ich bin Siegfried. Okay, und Siegfried. Nee, ich muss gleich mal ein Disclaimer machen, und zwar bin ich ein bisschen sprachbehindert heute, also mehr als sonst, denn ich habe eine... Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber mein Arzt sagt, weil ich so viel Stress habe manchmal und mit den Zähnen knirsche... Und ich sauge wohl meine Wangeninnenseiten immer so ein. Und dein daher. Körper implodiert quasi so ein bisschen. Ist so, während ich schlafe. Und jetzt habe ich solche Blasen im Mund. Und eine ist so ungünstig, die so auf meine Kauleiste drauf geht und ich immer drauf beiße. Und es ist übelst entzündet seit gestern Abend. Und es tut richtig weh beim Sprechen, beim Essen. Ekelhaft. Ich quäle mich hier für euch durch, obwohl ich schon einen langen Tag hinter mir habe. Ich war heute auf meinem letzten CSD dieses Jahr in Gera, der richtig cool war, und musste da schon einen Stand aufbauen, mit Leuten diskutieren. Auch mit Reichsbürgerinnen habe ich diskutiert. Das war ein Bundespotpourri heute. Und deswegen, trotzdem, Samstagabend bin ich für euch da. Es ist eine brandheiße Ausgabe. Ihr bekommt selten so aktuelle Ausgaben wie jetzt. Ja, aber das ist doch gut, wenn wir hier abends aufnehmen. Da sind wir richtig quick wie die, stehen gut im Schuh, außer du. Aber 50%, das reicht ja. Meine Beine sind auch zu nichts mehr zu gebrauchen. Aber ich sitze jetzt hier in meiner Rheumadecke eingewickelt mit meinem schönen Badeanzugmantel. Halt die Fresse. Und deswegen ist alles in Ordnung, würde ich sagen. Bist du wieder frisch rasiert, ne? Irgendwie. Ich bin frisch rasiert. Jung aus. Meine Haare sind ab. Ja, hier, also der Bart, der war ja wüst einfach nur. Du hast ja jetzt gerade auch nicht so viel. Das stimmt. Ja, ne? Das ist ja auch hier so ein richtig schöner Podcast, wo Männer einfach noch über ihre Haare reden können. Es wird ein Altherren-Podcast langsam. Wir sind jetzt auch schon beide so... Wir nähern uns... Nee, du bist schon 30, vergesse ich immer. Du bist schon 30. Ich bin 35 jetzt. Genau, ich bin jetzt 43. Ja. Und wir nähern uns so langsam den 60ern. Und da darf man ruhig mal über seine... Mundhöhle sprechen, die mit Blasen entzümt ist und über... Ich kenne das aber auch. Ich habe ja am Mittwoch einen kleinen Stream gemacht, wo ich Karaoke gesungen habe und das aber verfeinert mit verschiedenen Sachen, wie ich mich piesacken kann, also Massagepistole an den Adamsapfel halten oder auch wie heißen diese hässlichen Marshmallows, in den Mund einpflegen. Und da habe ich gemerkt, oh, ich habe ja scheinbar beim Weisheitszahn wieder irgendwie so, da ist ja das Zahnfleisch gerne mal wund. Und wenn du da diese Chubby Bunny Challenge hast und die Morgen so, und das hat richtig gebrannt. Also ich kann das richtig nachempfinden, wie du dich gerade fühlst. Ja. Ich hatte es früher auch so von der Zahnspange manchmal, dass es so richtig entzündet war hier in der Innenseite und ich nicht reden konnte. Mhm. Also richtig, richtig ätzend. Aber genug von unseren Schmerzen. Ja, genau. Wir haben jetzt geklärt, wie gebrechlich unsere Körper sind. Jetzt reden wir doch mal eher darüber, wie gebrechlich unsere Welt ist. Das ist doch viel schöner.
Ja, wir haben auch ein paar Uplifting-News, also nicht so viel. Ja, die aber Queen ist tot. Oh, warte mal. Immer noch, ja. In der Woche getäuscht. Nee, ich habe nur eine lustige Sache gleich zu Beginn, damit ihr alle mal lachen könnt. Mhm. Denn der aktuelle, also einer der Chefs von Beyond Meat, das ist ja eine Firma, die Fleischersatzprodukte herstellt, der wurde verhaftet. Heißt der nicht Beyond Höcke? Ja, genau. Von mir aus, warum auch immer. Jedenfalls hat der bei einem Streit einem anderen Mann die Nase abgebissen. Mhm. Einer der Chefs, ja, von einer veganen Produktkette, ja, Nase abbeißen, das finde ich so witzig. Aber hat er sie auch runtergeschluckt, das ist die Frage. Das ist nicht bekannt. Ist ein Veganer, der ein Fleisch kaut, aber ausspuckt, immer noch ein Veganer oder ist das dann Cheat Day? Ob er Veganer ist, weiß man nicht so ganz. Er ist wohl erst Ich meine jetzt generell erstmal so eine Grundsatzfrage. Darf ein Veganer auf Fleisch rumkauen, ohne es zu essen? Nein, darf er nicht. Wie wird denn eigentlich Essen definiert? Es geht nicht ums Essen, es geht um den Konsum von tierischen Produkten, die unfreiwillig abgegeben worden sind. Das heißt auch die Frage, ist Sperma nicht vegan? Ach, halt's, doch, Marvin. Es ist vegan, weil es gibt ja der Mensch freiwillig ab. Aber eine Kuh gibt ihr Fleisch nicht freiwillig ab und die Milch auch nicht und Bienen keinen Honig. Deswegen ist auch, wenn du nur so herumbeißt, willst du wissen, was in der Biene vorgeht? Vielleicht freut die sich ja, dass ihr Honig nicht sinnlos verschimmelt, sondern der geneigte Deutsche daherkommt. Das machen die auch selber, das stellen die auch selber her. Psst. Also wie mit Kühen, die ihre Euter platzen, na klar, Alter. Dumm, natürlich platzen die Euter nicht. Das ist für die Kälber gedacht. Das ist wie, wenn Männer geblueballt werden, das ist, wenn Kühe nicht geäutert werden, dann Blueball. Euternasie nennt man das auch. Genau, Euternasie, gerne. Jedenfalls fand ich das sehr, sehr witzig. Ich habe seinen Namen nicht aufgeschrieben und noch nicht gespeichert, aber lustiger Typ jedenfalls. Also ich finde es gut, dass wir 5 Minuten drin sind und schon die Frage im Raum steht, wie wird Essen denn definiert? Also hier werden wirklich, wirklich grundsätzliche Fragen geklärt, Leute. Brennpunkt Internet empfiehlt uns euren Großeltern. Die Verdauung fängt ja auch schon im Mund an, weißt du, auch schon, wenn du auf Sachen kaust, da werden ja auch schon Sachen verdaut und aufgenommen. Auch beim Lutschen? Ja, durchaus. Das heißt, wenn man Penis lutscht, verdaut man ein bisschen? So ein bisschen, ja, würde ich sagen. So wenn man also einen Mann 48 Stunden am Stück lutscht, ja, ist dann so ein Stück Penis wegverdaut. So einfach ist es natürlich auch nicht. Ja, es ist nämlich echt einfach. Grundsätzlich das, sehr schwer zu beantworten. Na, man kann den Penis jetzt schlecht weglutschen, das ist ja kein Lolli oder so, ganz einfach. Vielleicht müsstest du jahrelang irgendwie dran rumnuckeln, dass da was weggeht. Hm. Auch spannend, die Frage hatte ich letztens in der Telefonberatung. Wie lange müsste man einen Penis lutschen, um wirklich merklich abgebaute Atome feststellen zu können? Das sind wirklich wichtige Fragen. Vielleicht sofort, kann sein, dass du sofort schon die erste Atomreihe ab. Hm. Und besonders, wenn man so mit den Zähnen so lang schabt, das sind die besten. Das kann passieren. Ich hatte in der Telefonberatung einen Mann, der hat mich gefragt, sag mal, ich habe so einen dicken Penis und alle Frauen, denen ich geschlafen habe, mussten immer schreien, meine aktuelle aber nicht. Kann das nicht ein Zeichen sein dafür, dass sie schon oft Sex hat, dass sie einfach ausgeleiert ist? Mhm, dieses ausgeleierte Phänomen. Da habe ich gesagt, also wenn Frauen ausleiern, muss ja auch dein Penis sich auch mal ableiern, weißt du, wenn du so oft Sex hast. Ist es einfach auch passiert? Ach nö, das passiert nicht, sag ich. Gucken sie an, das gibt's nämlich gar nicht. Frauen leiern nicht aus. Und Männer werden auch, kriegen auch keinen dünneren Penis durch Abschabung. Abscharb. Abrieb, weißt du, Penisabrieb. Er wird immer dünner. Liebe Menschen, die Penis haben, für ein nächstes Date, wenn er behauptet oder sie behauptet, euer Penis wäre zu dünn, sagt ihr, nee, er war mal ganz dick. Ich hab so viel gefickt, weißt du. Das ist der Abrieb, der Verschleiß. Genau. Tipp für euch, liebe Leute. Ist geschenkt. Okay. Gut, also wir haben Bildungsauftrag auch erfüllt. Ich denke, wir können an dieser Stelle beenden. Das ist eine runde Sache, oder? 6 Minuten Podcast reicht völlig aus. Gut. Was war eigentlich das Thema? Ach ja, Beyond Meat. Ja, und wie ist das jetzt? Die Nase ist ab. Kommt die wieder dran? Das ist ja wunderbar. Das habe ich nicht rausgefunden. Oder kommt da jetzt so ein Fleischersatzding dran? Er wird jetzt zum Michael Jackson-Double quasi. Der wird halt verknackt und statt Strafe zu zahlen, heißt, okay, hier, Beyond Nase. Aber ganz, ganz neue Pforten. Jetzt kann er als Michael Jackson-Double auftreten oder als hier Voldemort-Double auftreten. Ja, und dann hört es auch schon auf, ne? Probleme ist relativ sind kleiner. Probleme sind nur dornige Chancen. Na gut. Das sagt man so im Showbiz bei dir. Nee, oder? Sagt man als Christian Lindner. Ach so. Das muss er, glaube ich, mal gesagt haben. Und bei was hat er das gesagt? Beim 9-Euro-Ticket? Oder? Bei allem, glaube ich. Da war das so Problem, dass alle wollten, aber er nicht. Ja, das ist so ein Spruch aus der Betriebswirtschaft oder so. Wenn du irgendwie Unternehmen aufbaust, dornige Chancen, weißt du, bla bla. Ja. Dummes Zeug halt. Okay, es gab auf jeden Fall bei Dornröschen sehr, sehr dornige Chancen. Okay, cool. Wer auch dummes Zeug gemacht hat, das war zu Gutenberg.
Gibt's nee, den noch? Ja, jetzt machen wir den wieder groß gerade. Ich habe eine Quizfrage für dich. Er wird gerade groß gemacht. Drei Möglichkeiten, was er jetzt ganz frisch macht, okay? Auf seinem Klo macht er jetzt ganz frisch groß. Genau, ihr dürft gerne mitraten. Zu Gutenberg, kommt zurück. Wie kommt er zurück? Mit einem Buch. Nein, das hat er schon tausendmal gemacht. Naja, aber also halt hat er es selber geschrieben, ist die Frage. Vielleicht ist alle. Okay, Nummer eins, er hat seinen Doktor jetzt endlich gemacht und ist dafür jetzt in den Schlagzeilen. Nummer zwei, er moderiert eine RTL-Sendung. Oh. Oder drei, er tritt beim ZDF-Fernsehgarten auf mit einem eigenen Song. Was macht... Ach, du ahnst es nicht. Zu Gutenberg jetzt. Also ich habe zweiteres schon wieder vergessen, aber ich hoffe, dass es das nicht ist. Ach so, RTL-Sendung, das wäre halt richtig wild. Das wäre ein Eingeständnis, dass seine Karriere over ist. So, das ist wie, als würde er am Dschungelcamp landen. Ich bin einfach mal gutgläubig, weil ich war ja mal, als er noch aktiver Verteidigungsminister, glaube ich, war, war ich ja mal bei ihm in der Residenz und habe in dieses Gästebuch reingeschrieben, ey, hier, komm vorbei bei Pfeiffer's Party. Und habe übelsten Anschiss dafür von meiner Sozialkundelehrerin bekommen, weil unsere Klasse kann man ja nirgend mehr wohin mitnehmen. Auch heute immer noch nicht. Und deswegen habe ich mit Herr zu Futtenberg habe ich so ein richtig gutes Verhältnis und sage jetzt erstens. Hat seinen Doktor gemacht. Ja. Ist falsch. Schade, ich hätte es ihm so gegönnt. Karl-Theodor zu Gutenberg, Ex-Doktor, Ex-Verteidigungsminister, wird Ende des Jahres eine Show auf RTL moderieren. Hm. Und zwar den großen Jahresrückblick und wird damit Günther Jauch vertreten zum ersten Mal. Weil Günther Jauch nämlich das nicht mehr machen will. Aber kann der das überhaupt? Ist der überhaupt? Ich weiß es nicht. Ist doch kein Entertainer, der ist. Eigentlich nicht. Aber er macht das jetzt und das finde ich furchtbar spannend. Weil ich fand ihn schon irgendwie sympathisch auf eine Art und Weise. Hat ja auch die Wehrpflicht abgeschafft, was ich auch gut finde. So musste ich nicht zur Musterung. Kam mir auch ganz gelegen, obwohl die sich, glaube ich, gar nicht bei mir gemeldet hatten. Aber dann musste ich eh nochmal ein Schuljahr. Egal. Ja. Also es wurde ja ausgesetzt. Es ist ja noch vorhanden, aber wurde ausgesetzt. Ihm zuliebe nicht. Nee, also, danke. Na warte mal, wenn der Putin bei uns klopft, da geht das zack, zack. Da hast du aber den Karabiner an der Hand. Dann brauchst du mal keine Reservisten. Ich glaube, zuerst werden ja die Menschen eingezogen, die Erfahrung haben. Und die haben wir ja nicht. Na, das werden wir sehen. Wobei, ich als Wrestling-Fan kann sein, dass sie mich auch dann reinziehen und sagen, hier, du hast mal den Undertaker live gesehen. Genau. Wir müssen geh mal in den Schützenkram und mach mal einen Buddy-Check hier beim Russen. Oh, ganz eklig, mir wurde jetzt von einem Bekannten ein Telegram-Channel geschickt. Ekelhaft. Telegram-Channel finde ich wirklich ganz unangenehm. Ja, vor allem die Nusserer Wulfluase, ist ganz schlimm. Aber eine ist fast noch schlimmer. Ich will gar nicht sagen, wie die heißt, aber der werden halt so Leichen aus dem russischen Krieg, also aus dem ukrainischen Krieg gepostet. Wie halt ukrainische Soldaten tote Russen da posten. Mhm. Und er hat es mir ohne Vorwarnung geschickt, ich kriege auf diesen Link drauf, weißt du. Und sie hat direkt so einen Typen in der russischen Uniform, hat auch an dem Z erkannt und so. Mhm. Und der hatte halt einen aufgeplatzten Kopf gehabt, so sein Hirn hat rausgequollen. Ich dachte mir, ah, das ist eklig. Mhm. Da gab es irgendwie 1000 Beiträge dazu. Keine Gore-Warnung vorher, das ist natürlich eine miese Nummer. Das war schon heftig, das gibt es, wer guckt sich sowas an? Ja, aber da bin ich echt ein bisschen zwiegespalten. Ich kenne ja auch solche Sachen und gucke mir im Internet gerne mal irgendwie Grenzerfahrungen an. Aber ich verstehe natürlich, warum er das nicht im Fernsehen macht. Das war ja vor 50 Jahren nochmal ganz anders. Da gab es ja auch irgendwie diese große Entführungssache und so, wo irgendwie mit den Leuten verhandelt wurde. Seitdem macht das die deutsche Polizei nicht mehr. In Bremen war das gewesen, genau. Und wo dann auch irgendwie live im Fernsehen da die gestorben sind, die Geiseln oder so. Und damals war das noch komplett anders so. Mhm. Heute eher nicht, aber ich denke mir, okay, wenn man aber hin und wieder halt solche echten Bilder sehen würde, vielleicht wäre dann jetzt nicht, ja, Ukraine-Krieg, man, das geht jetzt auch schon über ein halbes Jahr, mein Gott. Was soll's, weißt du? Ich weiß nicht, ob diese Haltung irgendwie so geil ist. Es war ja früher auch so, dass wenn die Oma gestorben ist, dann haben ja auch die Familie selber die noch irgendwie gereinigt, aufgebahrt und so. Heute ist es ja so, die Oma stirbt, anrufen, zack, Leichenwagen kommt, nimmt sie mit. Und das mit toten Leuten keine Berührungspunkte mehr. Und so findest du Leichen auch jetzt viel ekliger dadurch und unangenehmer. Und ich glaube, ja, es sorgt dafür, dass man in großen Anführungsstrichen verweichlicht, wenn man solche Sachen nicht sieht. Aber sie können ja auch sehr verstörend sein. Und ich glaube, dass der Effekt größer ist, dass der Effekt positiver ist, das nicht mehr zu machen. Es soll ja nicht verweichlichen, aber halt gerade an diesem Beispiel, weißt du, vielleicht ist es okay, wenn man... Wir hatten diese Diskussion mal am Anfang, als es sehr aktuell war und dann halt viel gepostet wurde. Nicht Gore-Bilder, sondern einfach nur thematisch, dass halt Leute das einfach sehr ungeil finden. Da ständig dran erinnert zu werden, weil es so ein allgegenwärtiges Thema ist, auch mit drohende Atomkriege und sowas, was halt da alles mitschwingt.
Aber da denke ich mir, also diese Leute da in der Ukraine die, und auch die armen Russen natürlich, die haben halt ein bisschen größere Probleme gerade. Mhm. Und dann ist das vielleicht ertragbar, dass man mal eine Nachrichtenzeile liest. Ja, ja. Auch wenn man es gerade nicht unbedingt will. Das ist auch diesen Mittelweg eher. Ne? Natürlich muss man darauf aufmerksam machen, dass der Krieg passiert und was es Neues gibt. Aber Leichen zeigen im Fernsehen finde ich nicht richtig. Schon alleine deswegen, weil man ja auch nicht weiß, so, also das wollt ihr auch die tote Person wahrscheinlich nicht, dass sie da gezeigt wird. Und klar, es sind so die bösen russischen Soldaten. Wenn der Kopf geplatzt ist, erkennt man die ja eh nicht mehr. Doch, es war halt, das Bild war eklig, aber er hat ihn noch gut erkannt. Hat man noch recht am eigenen Bild, wenn das Gesicht nicht zu erkennen ist, doch quasi wie Zensur. Doch, war ja, es war oben aufgeplatzt. Es war ganz, ganz furchtbar. Aber ich meine ja auch, kann ja auch sein, dass diese Personen gar nicht diesen Krieg ziehen wollten, ja. Dass sie ja gar nicht da reingezogen werden wollten, dann gestorben sind und dann wollen die auch nicht als große Kriegsopfer da irgendwie gepostet werden. Ja, aber ich wollte gerade die Idee pitchen, dass wir nicht irgendwie, können wir nicht Leichen-TV oder sowas machen, das sind halt, weißt du, ist ein Sender im Fernsehen, der so Berichterstattung unverblümt. Das ist ein geiler Podcast schon wieder, Alter. Ja, ja. Berichterstattung unverblümt. Genau das Gegenteil vom Brennpunkt. Da wird dann nur gesagt, oh, das ist alles so scheiße, das ist alles so scheiße. Da wird kein Witz gemacht. Aber da können ja auch Kinder drauf genau versehen, weißt du? Ich finde es so, im Internet bei Rotten.com und so ist es gut aufgehoben. Ich habe damals auch, also Sexy Sport Tipps waren ab 16, da habe ich mich immer dran gehalten. Na klar, ich auch. Die haben mich nie gereizt, ehrlich gesagt, Sexy Sport Tipps. Nee, ich fand die nie spannend. Man hat das trotzdem geguckt, wenn ich irgendwie beim Kumpel mal war, weil es war halt, ja, haha, guck mal, willst du mal so lange wach, dass hier sexy Sportclips kommen? Mhm. Aber übelster Schmutz, Alter. Na klar, also habe ich nie irgendwie geil gemacht. Also die hat, ich kenne noch eine Szene, kann ich mich noch erinnern, wie die vor so einem scheiß Flugzeug da so am schlecht rumdancen ist und gerade wenn sie halbwegs nackend ist, ist natürlich der Clip vorbei. Also wenn die bei, also nachts um 2, da will ich schon wenn dann, dass sie ihr Arschloch in die Kamera spaltet, ja. Mhm. Ansonsten holst du da keinem hinterm Ofen vor, also bitte. Also derzeit vielleicht schon, ne? Da hat nicht alle Zugang zum Internet. Da war es was Spannendes, wenn da nackte Frauen im Fernsehen zu sehen sind. Oh. Gerade so als Teenie, wenn du so 12, 13, 14 bist und nicht gerade Bravo liest, dann siehst du da mal eine halbnackte Frau vielleicht. Na gut, wie jetzt, sind wir da jetzt hingekommen? Jetzt sind wir schon in diesen Krieg eingestiegen, so ein bisschen, ne? Aber müssen wir auch nicht erzählen heute den Krieg. Können auch mal sagen, machen eine kriegsfreie Ausgabe. Wobei es da wichtige Sachen zu erzählen gibt, ne? Gibt es da so viele wichtige Sachen? Es war doch wieder das Übliche. Ja, hier, wir machen mobil. Das hat er da auch schon 20 Mal gemacht. Und hier übrigens Atomdings. Das hat er da auch schon. Ja, die haben da irgendwie 15 verschiedene atomare Dingsstufen. Die sind jetzt in Bereitschaft 5 oder so. Ja, aber jetzt ist ja so, dass die Männer nicht mehr ausreisen dürfen aus Russland. Und ganz viele, als Putin diese Sprache angehalten hat, dass jetzt die Teilmobilisierung passiert. Also das ist ja ganz witzig, ne? Also die Teilmobilisierung hat er ja in dieser Ansprache gesagt, aber in dem tatsächlichen Text dazu steht halt nichts von Teil. Also soweit ich das verstanden habe, der Text, der wahrscheinlich jetzt einfach Gesetz ist, kann einfach alle im Zweifel. Da sollen wohl erstmal die rangeholt werden, die schon die Kampferfahrung ja, haben. Ja, das hat er gesagt in der Rede, aber das nicht. Steht nicht im Text. Ach so, okay, das weiß ich jetzt nicht genau. Und jedenfalls haben ganz viele, Tag danach wollten die flüchten, haben Züge und Busse gebucht und Flugzeuge und so weiter. Das war richtig, richtig und, krass. Google-Suche für wie breche ich meinen Arm ist sehr nach oben gestiegen. Echt, das auch? Ja, damit ich dachte die halt nicht an der How do I leave Russia, dachte ich mir. Auch, aber auch How do I break my arm oder was auch immer das auf Russisch dann ist. Damit sie nicht eingezogen werden. Das ist so geil. Russen kann man ja verarschen, ist man nicht rassistisch. Nee, auf keinen Fall. Kulturelle Aneignung in dem Fall. Ja. Der Rammstein-Keyboarder Flake sollte auch eingezogen werden in die Armee damals und musste nicht rein, weil er gesagt hat, dass er schwul wäre und Bettnässer. Da haben sie ihn nicht genommen. Okay. Ideal. Schade, der hat ja fast den gleichen Namen wie so ein Geschütz. Hätte ja gut gepasst. Ein Flak. Ach so, ja, kenne ich mich nicht aus. Ja, ich bin Pazifist. Schlecht. Das, weißt du, das ist einfach jetzt so ein Militär-Joke gewesen. Da bist du einfach zu Bürger. Bin ich zu wenig kriegserfahren, tut mir leid. Tja. Und genau, also jetzt sollen auch so Auslandszüge so verboten werden, also dass generell Menschen Tickets kaufen dürfen. Züge sollten die Männer zwischen 18 und 65 dürfen sich keine Tickets mehr kaufen ins Ausland. Züge, die teurer als 9 Euro sind, finde ich sinnlos, haben keinen Sinn mehr, rumzufahren. Genau, und es gab noch eine Meldung, dass ganz viele demonstriert haben und der Druck gegen Putin auch immer mehr im Land wächst. Und auch Demos immer größer werden.
Also es wird noch sehr spannend. Was kommt zuerst? Dass die Putin Der wegzerren aus dem Putin oder Stuhl? das Ei? Also Putin wegzerren so aus seinem Stuhl oder dass der Atomkrieg ausbricht. Ich bin Ja. gespannt. Putin ally dies after falling down stairs on day of Russia mobilization Das sind war ja eine Überschrift diese Woche. nicht der Einzige. Es sind ja Ja, viele, ja. viele gestorben in der Zwischenzeit. So welche reichen. Aber das war diesmal ein, weißt du, ein Ally, Oh. ein Alliierter, ein, wie sagt man, ein Verbündeter Ist wohl eher. gestolpert, hä? Ja, also das links und rechts, das ist, das sollte man mal vielleicht hier irgendwie für, wenn wieder hier Gipfel ist, in hier Hamburg oder so, wenn die Stadt wieder brennt, wenn da auf allen Seiten die Leute einfach die Stufen runter stolpern, vielleicht ist die Sache dann ganz schnell geklärt. Stimmt. Und die Queen hat, also Die hat was gemacht, zur ja. Beerdigung war auch Putin nicht eingeladen. Fun Ein Fact. Jammer. Und Putins Antwort war wohl, ich wollte eh nicht hinkommen. Wie im Kindergarten. Aber schön. Auch spannend. Glaubst du, dass er eingeladen gewesen wäre, wäre er nicht jetzt in diese Kriegssituation geraten? Also er ist nicht drauf geraten, hat es ja provoziert, aber. Gute Frage. Was sagt ein Experte Tino Anranzer zu? Hat die damals mal irgendeine Brosche getragen, als Putin zu Besuch Ich war? kenne Oder? den ihre Beziehung nicht zueinander, zwischen Putin und Elphaba. Weiß ich nicht. Vielleicht haben die sich auch irgendwie für ein kleines Techtelmechtel getroffen und gab es wieder ein bisschen Novichok. Kann sein, dass diese ganzen G8-Gipfel und so alles nur so Sexpartys sind. Kann ja sein. Auf jeden Fall. Aber wenn es so wäre, wäre es, glaube ich, friedlicher. Ich weiß nicht. Nee, also, das kannst du mir nicht erklären. Die bumsen doch da alle. Ich hoffe es, ich wünsche es Merkel war denen. die Schlimmste. Ich wünsche es denen. Also Merkel ist also Fünflochstude. Herr Merkel mit so einem Umschnalldildo, ne? So, und dann fickt sie die ganzen Machthaber, das wäre schon geil. Das wäre der Wahnsinn. Das hat sie ja gemacht, quasi. Das war Auf eine Weise. die Führerin der freien Welt. Also wenn du liest, was die Amis über Merkel immer so geschrieben haben, ist ja der Wahnsinn. Dann kommst du hierher, siehst du auf deutschem Grund die Merkel, die eigentlich immer nur rumsteht. Außer sie fängt mal an mit Zittern irgendwie. Dann Stimmt. ist das was anderes, aber Wenn es ganz sonst. kalt war. Ja, aber spannend. Aber Russland ist ja jetzt auch schon ein alter Schuh, wie wir festgestellt haben, ne? Langweilig, langsam, Das ne? ist öde. Deswegen hat sich der Iran diese Woche gedacht, wir drehen mal richtig auf. Ja, stimmt. Genau. Und keine Sorge, Leute, wir kommen noch gleich zu Internet-Larifari-Sachen. Ich möchte das nur so ein bisschen in Kontext bringen. Wenn man sich jetzt, wir kommen gleich dazu, den Iran ein bisschen anguckt und dann vergleicht, was quasi in der westlichen Welt so auf Twitch so abgeht. Und dann kommen wir zu den wirklich relevanten Themen, nämlich den Leaks um GTA 6. Natürlich müssen wir Natürlich, keine darüber reden. Frage. Ich habe So. etwas vergessen bei Russland, was ganz wichtig ist. Ja. Und zwar haben sie jetzt schon ganz viel Fläche in der Ukraine für sich beansprucht und machen jetzt gerade ein Scheinreferendum und wollen die Menschen, die dort Ach leben, so, quasi zum befragen, Wählen bringen. Natürlich haben die alle ihre Maschinenpistolen dabei, so ja. die russischen Soldaten. Und es soll wohl auch gläserne Wallohren geben. Gab es wohl schon mal bei der Annexion der Krim, glaube ich. Also ganz interessant, dann dürfen die Menschen dort abstimmen, ganz frei und wie sie wollen, ob sie zu Russland gehören wollen oder ob sie halt eine Kugel in den Kopf kriegen möchten. Aber also ich muss schon sagen, wenn irgend so ein, also wenn Scholz auf seiner Werbekampagne mit zwei Uzis irgendwie auf den Plakaten zu sehen wäre, würde ich ihn vielleicht wählen. Würde ich auch wählen, Also es ist klar. schon ziemlich cool Als dann. Image okay, aber in Ja. echt nicht cool. Na, wenn er an der Wahlurne steht mit zwei Uzis, würde ich sagen, also Herr Scholz, tut mir leid, aber Sie essen hier Müsli nicht mit Wasser. Nee. Gut, Iran. Ja, Ja, das so. ist auch ein Thema der Woche, muss man Das ist ein sagen. Thema Ja. der Woche. Also, es hat angefangen, dass eine Frau mit dem Namen Mahsa Amini, bestimmt korrekt von mir ausgesprochen, wie ich mich Eins kenne, zu eins. gemordet wurde, möchte man sagen. Ja, gelyncht, hingerichtet. Es gibt ja auch im Iran sowas wie eine Moralpolizei. Ja, ganz, ganz komisches Konzept. Scharia-Gesetze und so, ne? Da hatte ich irgend so ein Wortspiel. Ich bin gerade leider nicht mehr drauf gekommen. Sonst hätte ich jetzt richtig schlagfertig da. Schade. Ach so, nee, das war mit dem Bruder von Urwel, der Skaria heißt. Egal. So, und die hat nämlich ihren Hijab nicht korrekt aufgesetzt. Oder angezogen. Was sagt man dazu? Übergeworfen. Eingepflegt. Ja, Auf aufgepflegt. So. aufgepflegt. Und deswegen ist diese Frau leider ins Jenseits zur Queen eingezogen. Tut mir leid, dass sie jetzt in dieser schlechten Gesellschaft ist, aber da hat sich dann doch die iranische Bevölkerung, allen voran natürlich die Bewohner von Teheran, pardon, ich bin gerade ein bisschen am Schlucksen und am Aufstoßen,
gedacht, nö, nicht mit uns. Und von da an ist nämlich ein wilder Protest entbrannt, jetzt ungefähr, weiß ich nicht, 4-5 Tage geht das schon? Ungefähr, so. Ja. Und die Stadt brennt, die Menschen brennen tatsächlich, hin und wieder, die Polizisten brennen, auch Tote, ja. Die Autos brennen, alles brennt, aber ganz viele Bilder von Frauen, die sich ausziehen, also Leute, Ohren auf, Frauen, die sich ausziehen, nicht aber bis auf die blanke Haut, nein, sie werfen nur ihre religiösen Kutten weg, um sich quasi, um sich frei zu machen. Und verbrennen sie, ne, und das ist echt ein... Das ist ein riesiges Statement. Also damit können sie sich... Ein Stuntman würde... Können sie... Nicht mal die würden sich das trauen. Nicht mal Stuntman würden sich das trauen. Ja. Oder Stuntwoman. Da ist ja echt auch eine fette Strafe drauf, sowas zu machen, ne? Also ja. Ich finde das relativ mutig. Und ja, da sehen wir nämlich genau das ausgelebt, was ich immer sage, weißt du, mit, wo wir gerade von sich ausziehenden Frauen reden, die Damen, die nicht erlaubt sind, im Schwimmbad Ocken zu zeigen, ja? Wenn die sich einfach solidarisch alle gemeinsam ausziehen würden... Da würde es keine Haft geben, da würde es keine Strafen geben, weil das so viele machen. Natürlich ist jetzt da gerade Polen offen oder besser gesagt der Iran, aber das Individuum wird, glaube ich, gerade nicht so dafür belangt, wie es eigentlich würde, wenn das in einem Vakuum passieren würde. Streckenweise schon, es gab auch viele Verhaftungen und so weiter, das gibt es trotzdem. Ich will es auch gar nicht runterspielen, es sind echt krasse Bilder, Instagram war tatsächlich auch voll davon. Ich weiß gar nicht, wie die das mit ihren Policies so handhaben. Also ich habe halt wirklich auf Instagram brennende, langrennende Polizisten gesehen und so. Oh, krass. Ja. Schlimme Bilder. Das hat sich jetzt irgendwie nicht ganz so überzeugen. Ist schon spät, es tut mir leid. Weißt du, es gibt ganz viele Polizisten, die wollen diesen Ort, diese Welt zu einem besseren Ort machen. Gerade im Iran, die, ne? Also Tino, vor 50 Jahren, weißt du, wie es da im Iran aussah, bevor die Islam, oder ich weiß gar nicht, ob man die islamische oder wahrscheinlich eher die islamistische Revolution sagt, wie es da aussah, da sah es nämlich aus wie bei uns, gar nicht wie bei den Ausländern, sondern wie bei uns sah es da aus. Die haben ganz normale 70er gehabt. Die haben einen großen Schritt rückwärts gemacht, ne? Na, das hast du jetzt gesagt. Ja, habe ich gesagt. Und ich unterschreibe das auch, aber das liegt jetzt vielleicht nicht per se am Islam, sondern also solange, wann ist das jemals gut gewesen, wenn ein Staat sich irgendeine Religion aufgedruckt hat und dann in irgendeiner Form das alles durchsetzen wollte? Das und ist doch, diktatorisch ist, ne? Ja. Ja. Das ist so ein kleines Detail. Also, kann man vernachlässigen. Ja, auf jeden Fall krasse Bilder. Und jetzt frage ich dich, lieber Robin, ja. Wie kann man das denn vereinbaren, wenn man in Deutschland sagt, dass Frauen oder dass Menschen das Recht haben sollten, ihre Niqab zu tragen? Das frage ich dich jetzt mal. Wie kann man das nicht vereinbaren? Das ist doch völlig in Ordnung. Eben, aber es gibt gerade eine riesen Diskussion im Internet. Ja, guck mal, die Iranerinnen verbrennen ihre Kopftücher und so weiter. Warum kämpfen wir hier in Deutschland dafür, dass sie sie tragen dürfen? Das ist auch Unterdrückung. Nee, das ist freier Wille und freie Free Speech würde. Also in Amerika ist ja Free Speech auch free, also mehr als reden, sag ich mal. Also ja. Zum Beispiel eine Flagge verbrennen ist auch Free Speech, obwohl es halt nichts mit Speech zu tun hat. Es ist halt Ausdruck, so freier Ausdruck. Genau. Und das wäre ja da genau das. Und was ist denn das für eine Diskussion? Warst du wieder auf Facebook, Tino? Natürlich, rund um die Uhr. Toll, rund um die Uhr. Jetzt verstehe ich's. Und es ist so abgefuckt gerade, so dass sie das nicht auf die Kette kriechen, dass es ja um Feminismus geht, um Selbstbestimmung geht, ja. Ach ja, die Frauen daraus, allgemein einfach. Nee, aber bei der Thematik schon, da geht es ja um natürlich, es ist ursprünglich auch wegen der Frau gewesen, so, aber allgemein, also... Macht ich alle, finde was halt, ihr wollt. Das da so drauf zu setzen, spaltet vielleicht eher als. Also, man muss so sagen, hier, klar geht es da gerade um Frauen, das will ich auch gar nicht unter den Teppich kehren, aber allgemein, lasst doch diese Leute anziehen, was die wollen. Ja. Und wenn die sich hier in Deutschland einen Teppich überwerfen wollen, dann sollen sie es halt machen. Ja. Und wenn die dort nackt rumlaufen wollen, von mir aus auch gerne, vielleicht sollen sie sich ein Höschen anziehen, ja, weil sonst gibt es ja wieder Ordnungswidrigkeiten und so, aber lasse doch. Ja. Ich rede heute sehr viel über Frauen, die sich ausziehen sollen. Ich merke ein Muster. Das ist verdächtig, ja. Ja. Aber ich sehe es genauso. Aber jedenfalls war das gerade so ein bisschen aufgebrochen wieder in den asozialen Medien, bei Facebook und so weiter. Und ich bin ja euer Facebook-Korrespondent. Ja. Und es ist immer noch schlimm, liebe Leute. Es ist schlimm, aber es macht mir auch Spaß. Okay. In der westlichen Welt geht es ähnlich zu. Ja.
Ich zücke mal kurz hier meine Pappe, meinen Pizzakarton, auf dem ich mir Notizen gemacht habe. Also, Tino, es gab einen Call. Ein Videocall oder ein Anruf. Es gab einen Anruf. Also, ehrlich gesagt, weiß ich über den Call am wenigsten, weil da waren so viele Leute beteiligt. Das hat mich einfach sowas von overwhelmed. Also, Leute, haltet euch fest, schnallt euch an, macht euren Sitz in eine bequeme Haltung. Es geht los. Macht euch einen Tee. Genau, es gibt Twitch-Drama. Das größte Drama aller Zeiten, so wie ich es mitbekommen habe, aber ich verstehe es null. Okay, ja? Bin gespannt. Also, na, null ist gelogen, aber das eins. War mir auch so viel. Ich verstehe eins. Da sind halt auch so viele Namen einfach, ja? Ja. Weil diese ganzen hässlichen Reaction-Streamer sich natürlich da alle reinhängen, mal kurz den Pimmel mal reindippen ins Thema und plötzlich hängen die da mit drin, weißt du? Für ein paar Klicks, ne? Das ist fürchterlich. So. Also, ganz großes Twitch-Klam. Und es sind wirklich die größten Namen sind beteiligt. XQZ ist, glaube ich, einer der größten gerade. Kennt man, klar. Ja, Hasan Abi hatten wir auf jeden Fall hier schon öfter, der auch bestimmt. Bei der Twitch schon war. Eher so ein Leftist, der aber jetzt irgendwie auch, also der hat seinen Discord zumindest gelockt bekommen, weil die da sehr rassistische Slurs irgendwie, warte, ich hatte es mir, glaube ich, auch aufgeschrieben, Gumano, irgend sowas, was Wurm auf Spanisch heißt oder so. Ganz komisch. Mhm. Also diese extremistischen linken Tino, mit denen musst du nochmal reden, wenn schlimm, die dann schlimm. Plötzlich. Ja. Ja. Gut. Also, es gab einen Typen, der hieß Crazy Slick. Den gibt es tatsächlich auch immer noch. Okay. Aber ich dachte, ich erzähle das so geschichtlich. Der hat mit einer Streamerin, fragt mich nicht, wie sie heißt, auf einer Party zugebracht und hat auf dieser Party. Die damals 19-jährige Adriana Lee oder Lee angecreept. Ja? Also er hat sie nicht vergewaltigt oder sonst was. Sie war wohl schwer betrunken und so ein bisschen halt nicht ganz ansprechbar und hat nebenan in einem Raum gelegen und da waren auch so ein, zwei Freunde noch mit und er ist wohl mehrfach da rein und hat gesagt, ich guck mal, ob es ihr gut geht und wollte ihren Puls fühlen. Hat das eventuell auch an ihrer Brust gemacht. Ich hab da, da ist der Puls am stärksten. Da das ist wissen der Bord, ja. Der, ja das Gewebe von der Brust, das ist ja Schwungmasse, die quasi das Pumpen des Herz. Das musst du erst ein bisschen durchkneten, damit du auch was merken kannst. Weißt du, keine Frage, Herr Doktor Crazy Slick. Ich will jetzt hier niemanden irgendwie absprechen, die Wahrheit zu sagen, aber ich bin so wenig im Thema beschäftigt. Es interessiert euch bestimmt blendend. Ja? Also lest euch da gerne rein. Wenn irgendjemand in den Kommentaren mir ganz kurz zusammenfassen kann, so fünf Sätze. Ich habe nicht mal einen Explain Like I'm Five dazu gefunden. So, egal. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr euch besser auskennt. Ich zeige immer noch demonstrativ aufs Mikrofon, wenn ich mit euch rede. Ja. So, das ist übrigens vor 2 Jahren gewesen. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Also, Crazy Slick war mit einer Streamerin, die du nicht kennst. Sie waren quasi zusammen auf der Party. Die hat da irgendwie mal ein Statement drüber gemacht. Aber die ist ja bestimmt auch irgendwo noch mit aufgelistet. Aber frag mich nicht, wie die heißt. Okay, und eine 19-jährige Adriana Lee. Genau, die ist jetzt auch Streamerin. Ich glaube, die war das damals noch nicht. Weiß ich nicht genau. Lag betrunken im Bett und Crazy Slick hat sie berührt. Und hält. Er hat sie berührt. Okay. Sie sagt an der Brust den Puls gefühlt. Sie hat aber auch gesagt, dass sie zu dem Zeitpunkt damals nicht wusste, ob er es ernst gemeint hat oder nicht. Wenn man den Brustpuls fühlt, ich weiß nicht. So, das ist auch vor 2 Jahren gewesen. Ja, jetzt kann ich quasi diese Hälfte hier der Pappe umklappen. Das ist keine Hälfte, das ist vielleicht ein Fünftel. Ja, so, dann, also das hat mich komplett verwirrt, aber es ist scheinbar nur ein Zufall. Es gibt einen Streamer, der heißt Slicker. Nicht Slick, sondern Slicker. Ah, okay. So, also das ist Crazy Slick. Und das ist Slicker. Und das sind nicht die gleichen. Hat auch eine Weile gedauert, bis ich das verstanden habe. Okay. So, und der hat nämlich seine Fans gescammt um mehrere Zehntausende Dollar. Der hat nämlich gesagt, hier, ich brauche Geld, kannst du mir was leihen? Ich gebe es dir in 2-3 Tagen zurück, kriegst auch ein bisschen Bonus und so. Dann gab es einen anderen Fan, der hat dem 7.000 Euro, Dollar, was auch immer reingebuttert. Und jetzt hat er irgendwie alles nicht zurückgegeben. Von diesem Geld hat er seine Gamble-Schulden bezahlt. Ah ja. Er selber also ist nämlich auch so ein Casino-Ding. Das ist ja auch das nächste große Twitch-Thema diese Woche, dass Glücksspiel verboten wird. Ich lese gleich das offizielle Twitch-Statement vor. Wird es? Nicht ganz. Und auch nicht halb. Aber so ein Viertel. Okay. So. Und das ist jetzt passiert. Ja. Mhm. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun. Okay, danke. Aber dieses Thema wurde dann von etlichen Streamern auf Twitter diskutiert, warum dieser Slicker nicht längst gebannt ist, wenn der seine Leute hier so abscammt. Das ist das most disgusting behavior ever. Und dann
Voll ein großer. Aber gibt er es zu, Slicker? Der hat das auch zugegeben. Okay. Er sagt auch nicht, er will es nicht rechtfertigen, er will sich gar nicht rausreden, er sagt nur sorry, irgendwie sowas. Das reicht ja auch. Aber ich glaube, der gut. streamt noch. So, und dann kam der große Fehler. Dann haben die Leute nämlich einen gewissen Trainwreck angegriffen, der selber Casino-Streams macht. Okay. Und damit eine Menge Geld verdient. So. Der wurde von allen Seiten kritisiert, weil der ist ja auch so ein Name wie Slicker, der hier Glücksspiel-Scheiß macht. Mhm. Unter anderem ein gewisser Misfotze, ist, glaube ich, ein Typ. Da steht Misfit. Misfit, ja, ich habe nicht immer alles ausgeschrieben, okay. weil kein Bock. Das ja, ja. ist die Mühe nicht wert. Der hat den auch kritisiert und da hat Trainwreck sich natürlich gedacht, haha, 5D-Schach. Du bist damals einer, der irgendwie das hier runtergeredet hat, dieses 19-jährige Ding. Ah ja. Und dann so, ey, was kritisierst du mich mit meinem Gambling? Du hast damals hier die 19-Jährige, das hat bla 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 bla. Und auf einmal war das Fass wieder offen. Und oh, wie weit okay. es offen ist. Und dann kamen die ganzen Leute, Ice Poseidon, CQC, nee, warte mal, CQC ist Close Quarter Combat, das ist Metal Gear Solid. Moment. Meinst du ICQ? XQC heißt der. Excusez-moi heißt es, glaube ich, in ja. Frankreich. Egal. Entschuldigung. So, entschuldigen Sie mich. Genau. Emiru spielt da auch noch rein. Emiru, das ist so eine Cosplayerin, auch Streamerin, die, ich finde, die sieht ultra schön aus, aber die ist so die ist echt krass geschminkt immer, also Cosplay over the top mäßig. Die sieht halt also das klingt jetzt auch hart, warum sage ich das eigentlich? Aber egal, persönliche Information, die sieht halt für mich, die ist halt als Mensch einfach ich weiß, die ist halt bildschön, aber weil das so künstlich wirkt, ist das halt völlig uninteressant so. Okay. Kann ich dir dann mal zeigen. Ganz komisches Gefühl, aber egal. So, und die hat aber geweint. Oh. Weil sie nämlich sagt, dieses ganze Szenario, den Leuten ist scheißegal, was mit diesen Twitch-Streamerinnen passiert. Die wollen nur bei dem ganzen Zeug hier mit rein, um Clout zu bekommen und das Drama mitzunehmen, um selber Follower zu generieren und Klicks und bla. Und dann gab es einen Call. Und was mit dem Call genau war, weiß ich nicht. Ein Call mit ganz, ganz vielen Leuten. Öffentlich? Ja, halt irgendwie so ein 12-Stunden-Stream und das war halt von hinten bis vorne ganz, ganz schlimm, sodass es im Subreddit zu Livestream-Fails einen Mega-Thread gab. Also immer, wenn irgendwas Krasses passiert, gibt es in den passenden Subreddits einen Mega-Thread zu. Das ist kein Mega-Thread mehr, das ist ein Ultra-Thread, ja. Oh. Da sind dann so alle wichtigen Links untereinander gelistet und dann können Leute diskutieren. 5000 Kommentare. Wow, ich weiß nicht, was bei einem Call rausgekommen ist, aber im Grunde sind alle irgendwie scheiße jetzt. Außer einer, und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gescreenshottet hatte, einer, der auf Twitch gebannt ist, hat das auf einer anderen Plattform gestreamt, diesen Call. Und der ist der Gewinner der Sache, weil er gebannt ist, dürfen die ganzen Leute nicht auf das reagieren. Das ist Genius. Ja. So, und deswegen ist er der Gewinner. Fragt mich nicht, ob ich sehe, wie... Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ist auch der moralische Gewinner? Ja, Destiny. So. Streamed the juiciest piece of drama ever on Twitch on a completely separate platform, so everyone was forced to watch it there. Truly a Meth Guy Moment. Ich bin mir ganz sicher, ob Destiny wirklich Meth nimmt oder wo das jetzt herkommt. Aber Destiny ist scheinbar der Gewinner dieser Sache, obwohl der auf Twitch gebannt ist, das musst du dir mal überlegen. Aber er war selber auch dabei bei dem keine Call. Ahnung. Ach so. So, das ist auf jeden Fall mein Verständnis nach einer halben Stunde Recherche. Und dann dachte ich mir, also mehr Zeitinvestment ist dieser Scheiß wirklich nicht wert. Ja. Aber das jetzt mal im Kontrast, ja, dieses Drama, also klar, es geht um was Ernstes, die wurde an die Brust gefasst oder was auch immer. Aber das halt gegen diese Iran-Nummer irgendwie mal so aufgewichtet. Ja, ich finde das Thema mit dem Mädchen, die da irgendwie, ich will nicht sagen missbraucht wurde, aber die irgendwie, offenbar schon missbraucht wurde. Ich finde, wenn ein junges Mädchen da rumliegt und du fässt sie irgendwie an, das ist eine Form von Missbrauch. Würde ich jetzt nicht aufwiegen wollen mit einer Thematik, die im Iran spielt. Aber das Drama um die Gambler rundherum, das verstehe ich. Ja. Das ist ein lächerliches Szenario, was überhaupt nicht relevant für irgendwas ist. Und das wenn ich. Sie jetzt aber ein Kerl gewesen wäre, wäre das dann Missbrauch gewesen? Wahrscheinlich, genau. Das ist der Unterschied. Ja, okay. Das auf jeden Fall, also wirklich nochmal ein Appell an irgendeine Person, bitte lest euch da nicht extra rein. Aber wenn jemand da voll im Thema drin ist, weil das ist auch das Ding, das ist meine Plattform, ja, aber ich sag halt nach wie vor, ich habe auf Twitch angefangen, habe gesagt, oh, ich fange wieder willig an, weil hier ist so viel Scheiße. Und jetzt nach 4 Jahren Twitch kann ich sagen, ja, ist immer noch genauso viel Scheiße.
Aber Gut, dass du es mittlerweile, gemacht hast, ne? ja, mit mir ist, nee, also nicht Twitch an sich ist scheiße. Es ist wie Jodel, weißt du, die Idee ist geil, aber das ist halt so, da gibt es dann Pool-Streamer und dann gibt es Reaction-Streamer und dann gibt es, das ist halt alles ein Brei so. Ja, verstehe ich. Und ich meine, ich will jetzt auch mich nicht so in den Himmel loben. Wahrscheinlich, also für viele Leute ist das bestimmt auch übelster Abfuck, wenn ich da mit Marshmallows in der Fresse und Klammern im Gesicht und mit einer Massagepistole am Hals, wenn ich da singe und so. Das ist natürlich total dämlich für viele Leute, aber es ist trotzdem was Einzigartiges. Aber du lebst Das davon, behaupte ich jetzt hallo? mal. Du lebst davon und Ja. das Zuschauen, die Menschen. Ich sag nur, wenn, dann, weißt du, wenn ich dann irgendwie. Ach, egal, ich will jetzt auch gar nicht hier. Ich kenne ja mittlerweile ein paar coole Leute. So, Gusano war übrigens das Wort. Ich weiß nicht, das wurde das G-Wort genannt. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlecht ist, wenn ich dieses G-Wort jetzt ausgesprochen habe. Wo steht das? Was? Gusano heißt wohl Wurm und geht vermutlich gegen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das gegen spanische Leute geht oder mexikanische oder ob das von mexikanischen, ob Hassan Abi selber eher Mex. Nee, der hatet ja eher gegen Weiße. Gusano. Gusano. Ich google das Es mal. ist auf jeden Fall Ich ein habe auch racial gesagt, Slur, scheiße, den wir ich jetzt wollte hier. es nicht sagen. Ja. Naja, aber ich weiß gar nicht, ob das damit direkt zusammenhängt, aber Twitch hat jetzt halt sich zum Gambling Es heißt geäußert. eigentlich nur Wurm, ja. Genau. Aber es wird halt verwendet als racial Slur, welche Race das genau ist, weiß ich nicht. Wie ist denn das? Wenn man nicht weiß, welche Rasse man gerade beleidigt, ja, ist das doch Das ist okay. Random Also, Rassismus. ja, Random Racism, also wenn ich jetzt RR. das N-Wort sagen würde, aber nicht wüsste, an wen das geht, Stell dir wäre mal vor, das dann es kommt so schlimm? ein Alien auf die Erde und sagt das N-Wort so Ja, und und alle halt so, direkt und er erschossen. so, wow, Leute, keine Ahnung. Und das heißt einfach nur Hallo in seiner Sprache, ne? Wahrscheinlich, ne? Also hier steht Gusano, Spanish for worm. It is used as a pejorative term for people calling for US intervention in Latin America. Ach, Cla stimmt, ja, das war class auch noch, das war traders so ein and Fidel counter-revolutionaries. Castro-Dings irgendwas. Also Stimmt. ganz brenzlig. Ja, ganz brenzlig. Also, ganz kurz noch zu Twitch. Kein Gambling Durchschluss. content on Twitch has been a topic of discussion in the community and something we've been actively reviewing since our last policy update in this area. Today we want to update you on our plans why we prohibit sharing links or referral codes to all sites that include slots, roulette or dice games. We've seen some people circumvent those rules and expose our community to potential harm. Potential harm auf Twitch. Naja, gut. Zum Glück sind diese Vaginen, die da vor der Kamera gespreadet werden, kein Potential harm für diese Elfjährigen. Natürlich nicht. So we'll be making a policy update on October 18th. Also, diese ganzen Gambler haben jetzt auch noch einen Monat Zeit, nochmal richtig die Slotmaschinen zum Kochen zu bringen. Und zu melken. Genau. Also Prohibit. Streaming of gambling sites that include slots, roulette or dice games that aren't licensed either in the US or other jurisdictions that provide sufficient Dick. consumer protection. Dazu gab es nämlich ein geiles Video von, ich vergesse immer, wie der heißt, Ian Hung heißt er, der diese 30-Sekunden-Videos immer macht. Ian Kung heißt er, glaube ich, sorry. Der hat gesagt, ja, also er hat so Twitch dargestellt, ja, also ihr dürft halt jetzt noch weiter gamblen, aber. Ihr dürft das nur bei Seiten machen, die nicht aus Shithole-Countries kommen. So ungefähr, weißt du? Also nur aus anderen guten Ländern. Aus Amerika und andere gute Länder. Was sind denn andere gute Länder? Naja, da, wo die Straßen nicht weitestgehend aus Dreck bestehen. So ungefähr. Also so liest sich Ja, das was auch ein heißt es jetzt bisschen. für Knossi zum Beispiel, ja? Und für hier, wie heißt der andere, Montana Black? Ja, Deutschland wird schon safe sein, wenn du Meinst deutsche du? Gambling-Seiten, weil Hm, Deutschland ist okay. also ist ja erste Welt, weißt du, wir sind es ja Aber einfach. streamen denn Leute echt aus so Gambling-Seiten, die irgendwie aus, weiß ich nicht, was ist denn so ein Shitland? Sachsen oder so? Das ist ein Shitland. Bayern sowieso, jetzt gerade doppelt wegen Na klar, keine Oktoberfest. Frage. Ja, we will continue to allow websites that focus on sports betting, fantasy sports and poker. Fantasy Sports, We share specifics on the update to our gambling policy soon, bla 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 bla. Großes Statement, Stuntman, 350.000 Likes gab es auf Twitter. Habt ihr toll gemacht. Geil. Also ja, die Leute sind begeistert oder auch nicht. Also es ist halt ein bisschen was. Also ich finde jetzt, ich habe Poker ehrlich gesagt nicht als so ein krasses. Also ist schon Gambling, klar. Aber es ist doch was ganz anderes als so ein hässlicher, einarmiger Bandit, wo du auf Knopf Ja, drückst. keine Einfach. Frage. Ich habe auch noch nie sowas gespielt. Also Poker habe ich noch nie gespielt. Musste Also ich mal, kenne ist mich schon damit. geil. Ich weiß nicht.
Nicht so meins, glaube ich. Ich habe manchmal auf ProSieben diese Pokershow gesehen mit Michael Wendler und Klaas-Hilfe Umlauf und so und Elton. Das war unterhaltsam, nur wegen der Unterhaltung, aber nicht jetzt, weil ich das Spiel verstanden habe. Na gut, das auf jeden Fall zu Twitch. Aber wenn du sagst, du hast auf Twitch Karaoke gesungen, darf man wieder Musik machen? Darf man wieder singen? Dazu kann ich an dieser Stelle leider nichts sagen. Ach so, okay. Also, du weißt, wie das ist mit Grauzonen. Ja, ein bisschen. Sehr graue Zonen. Magic hat gerade, ich wollte es nur mal ansprechen, ich spreche ja nie über Magic, du sprichst so oft über Wrestling, da wird das ja auch okay sein. Was, nie? Naja, Magic the Gathering hat gerade so ein, naja, nicht ein Hype, aber es gibt eine neue An-Edition, also UN, die Spaß-Editionen, die fangen halt immer ach, so endlich an. Endlich eine Version von dem Spiel, was Spaß macht, ja. Halsmöbel. Ja, sehr gut. Touché. Ja, das sind halt so, die meinen das dann nicht ganz ernst oder doch, wie auch immer. Und da sind ein paar Karten dabei, die so skurril sind. Also wenn du das Spielern von vor 20, 30 Jahren zeigen würdest, ja. Was zum Beispiel gibt es so halt eine... Hitler-Herkules oder so. Nee, Hitler gab es tatsächlich in der ersten Edition schon. Da gab es so ein, ich weiß nicht, wie die Karte heißt, aber so der Artist, der halt rumhitlert. Das ist so ein Typ, der so macht und so einen kleinen Bart hat. Und ich weiß nicht, Dion scheltet mich jetzt, was sie genau macht. Ich glaube, da kannst du irgendwie Regeltext verändern oder so. Egal. So, und eine Karte ist zum Beispiel, du musst, bevor du das Spiel startest, ein Foto von dir machen in der Pose einer Magic-Karte, also wie das Artwork ungefähr aussieht, mit einem Hashtag posten. Und dann darfst du dir nur Karten mit, also es ist ein sogenannter Tutor, der sucht Karten raus aus dem Deck oder aus deinem existierenden Kartenset. Und dann darfst du dir halt nur Karten raussuchen mit dieser Karte von Antworten, die unter deinem Post stehen. Okay. Das ist total absurd. Das ist ja wild, ja. So, also wenn da ja dann jemand irgendwie eine richtig mächtige Karte erkennt, auch wenn du das nicht darstellst, also das wird auf jeden Fall für Betrug benutzt, wenn du nicht schon alleine da selber einfach drunter schreibst. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie das... Exodia und Mewtwo genau, und so. Und dann, blauäugiger weißer Drache. Genau. So, und dann, aber eine Karte fand ich richtig geil. Da hast du vier Optionen, steht da A, B, C, D und dann steht da, du musst, also die Karte hat vier mögliche Outcomes, die passieren könnten. Und du musst eine Person anrufen und ohne ihr zu erklären, um was es geht, musst du fragen A, B, C oder D. Okay. Und dann passiert das hier. Das finde ich ganz geil. Also aus dem Telefonbuch schon, ja, irgendwie? Nee, also es kann wahrscheinlich auch jemand Bekanntes sein, aber es ist natürlich geiler mit einer komplett fremden Person. Ach so, so Oma Hertha oder so. Ja. Oder wir haben es einmal so genannt, Oma... Gerda, Oma, oder nicht? Gerda war es. Ja. Ich kann mich auf Gerda... Gerda... wie heißt das... Hertha SC? Gerda SC? Genau, Hertha SC, genau. So heißt ein Oma-Fußballverein. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall Magic-Spaß. Wer keinen Spaß mehr haben soll, das sind fleischessende Männer. Oha. Zumindest wenn es nach PETA geht. Denn die hatten eine, ich würde sagen, nicht ganz ernst gemeinte Forderung, dass Männer, die Fleisch essen, keinen Sex mehr haben sollten. Okay. Und rufen Frauen dazu auf, also vordergründig Frauen, dass sie den Sex verweigern für Männer, die Fleisch essen. Okay, cool. Das geht gerade so sehr viral. Aber wie wir vorhin am Anfang des Podcasts festgestellt haben, die Frauen, wenn die Sex mit den Männern haben, essen ja bisweilen auch ein Stück Fleisch. Ja. Atom für Atom. Stimmt. Und Christian ist der Beyond Meat Gründer oder Mitchef, dass er Angst davor hatte und wollte, der mag keinen Sex. Hat deswegen schnurstracks sich Wetten genommen und die Nase abgebissen. Ja, das ergibt Sinn. Dass seine Frau vielleicht neben ihm im Auto so, ah, guck, Herbert, hier, können wir Sex haben, ist ja Veganer. Nö, steigt aus, zerrt Mann aus dem Auto und beißt ihm die Nase ab. Guck, Helga, ich esse Fleisch. Helga, so ist, Hertha, so ist es Gerda. Gelaufen. So muss es gelaufen sein. Hm. Und Herbert. Ja, geil. Dann noch eine Sache. Gerne. Eine sehr traurige Sache. James Earl Jones zieht sich offiziell zurück. Schlimm. Du weißt ja, wofür der bekannt war. Macht jetzt hier keine Dings mehr hier. Ja, ja. So, genau. Schade. Du weißt ja. Na klar, der macht hier Dings, immer schon gemocht, so, ne? Ja, ja. Krass. Aber das Gute ist, er hat die Rechte dran übertragen. Echt, wirklich? Die Linke auch oder nur die Rechte? Nee, nur alle Rechte. Der war Boxer, oder? Er hat sogar die Rechte übertragen, dass man das per Computer nachstellen kann. Lieber das übertragen als eine Infektion, muss ich sagen. Schade, dass er jetzt geht, die Dingsbums. Nee, der schade. Geht nicht, der lebt schon noch, aber der ist sehr alt und er will nicht mehr. Ja, aber geht ja in den Ruhestand quasi. Genau. Schlimm, ey. Ich muss
echt gleich meine Eltern dann anrufen und sagen, ja. Hier, Leute, scheiße, mir geht's schlecht, krank schreiben eine Woche. Pass auf. Ich habe alles alle deine DVDs, weißt du? Du kennst dich damit gar nicht aus, aber wenn ich jetzt ein was mache, weißt du sofort, wer James Earl Jones war. Mach mal was. Also wirst du es wahrscheinlich falsch sagen, aber du weißt es trotzdem. Luke, ich bin dein Vater. Der Satz ist nie gefallen in Star Ja, Wars ich weiß. 1. War es ein Synchronsprecher? Er ist die Stimme von, also natürlich nicht die deutsche, sondern Die amerikanische. ja. Ah, spannend. Er ist die Ich weiß Stimme. sogar, wie der aussieht, aber ich habe den schon mal Ja. irgendwo in einem Der Talkshow ist, der hat gesehen. ja auch viele, viele andere Sachen gemacht, aber das ist so das Krasseste, sag ich mal. Ah, So, und der hat halt wirklich die Rechte dran übertragen an seiner Stimme. Also auch, das war jetzt auch schon, welcher Film war denn das? In irgendeinem alten Fetzen oder wo war das? Da haben sie quasi seine Stimme so schon verwendet und irgendwie durch eine KI neue Sätze sagen lassen. Du hörst halt übelst krass. Ach, das war bei dem, er spricht auf Mufasa zum Beispiel. So, also Ah. auch in der englischen Version natürlich. Kommt nicht für uns hier rüber und dann spricht er, oh, ich bin der deutsche Schade. Mufasa, hallo. Ja, und da hat man halt klar gehört, welche alte Lines sind, also bei dieser Realverfilmung, real in Anführungsstrichen, welche die alte Stimme sind und welche die neue, weil das ist einfach übelst, also der ist halt einfach alt, der Mann. Warum haben So. Sie ihn nicht wieder genommen, den, wenn er noch lebt? Sie haben ihn ja unter anderem auch wieder genommen, aber du hörst halt, dass die Stimme halt abgekackt ist und dann hörst du, wenn da Bearbeitung drin ist. Egal. So. Ich finde halt interessant, dass er jetzt die Rechte an seiner Stimme sozusagen abgegeben hat und die dürfen jetzt durch modernste Technik diese Stimme halt künstlich sprechen lassen. Das wird ja eh die Zukunft Aber sein, ne, von der, schauspielenden Leuten, dass sie eingescannt werden, Stimme und Gesicht, und dass man dann noch in 1000 Jahren, wenn es die alte noch gibt, Bruce Willis Filme sehen kann, die neu sind, weil sie ihn einfach ja, eingepflegt ich würde haben. doch dann nochmal gute Filme machen und nicht mit seiner geistig Umnachtung klingt, glaube ich, gemein, Weil der ist oder? ja auch Aber krank, ne? Der muss ja. ja mit so Knöpfen im Ohr arbeiten, weil er sich Texte nicht mehr merken kann. Ja, na, jetzt ist er offiziell raus aus dem Showbiz. Das Ah, war's. okay. Ja, wer leider nicht raus ist, aber zumindest ein paar Rippen raus hat, ist Post Malone. Der hat nämlich performt diese Woche. Full Playback. Hätte ich nicht gedacht. Bei so einem Autotune-Rapper hätte ich nicht gedacht, dass der Auch Playback singen wird. noch. Ganz komisch. Ja, und der ist über so eine Stage gedanced und irgendwie, ich weiß nicht genau, ob er da rauskam oder irgendein Prop in so einem Loch in der Bühne hoch und runter, ne? Und irgendjemand hat scheinbar versammelt, dieses Loch wieder zu schließen und er hüpft so fröhlich über die Bühne, fällt in dieses Loch rein, mit der Rippe genau auf die Kante, drei Oh. Rippen gebrochen. Shit. Und der Song geht halt einfach weiter und er liegt da, quält sich übelst, du siehst halt richtig, wie er leidet. Die Fans, die davor stehen, rasten direkt übelst aus. Oh mein Gott, er ist tot! Und dann so 10 Sekunden später geht der Song dann auch aus. Geiler Clip. Da gibt es ein paar Sachen bei YouTube so, ne? So Playback-Fails, also furchtbar witzig, finde ich gut. Wenn die auf der Bühne fallen und es geht weiter. Und Katy Perry, von der war ich ja sehr enttäuscht, die war auf einem Live-Konzert, hat Flöte gespielt, man hat die Maus runtergenommen, so aus dem Gesicht, so. Und man vergisst sie halt einen Einsatz und dann siehst du, dass sie halt sogar Playback Flöte gespielt hat auf dem Konzert. Dabei Richtig, weiß jeder, richtig dass Flöte das sad. beschissenste, peinlichste Instrument aller Zeiten ist. Und nicht mal Das das auch kriegt sie hin. noch. Toll. Ganz, ganz schlimm. Ja. Gut. Ansonsten würde ich nämlich jetzt ganz groß nochmal zu GTA kommen. Außer du Ich hast hab's vorher noch was gesehen, ich hab's Wichtiges. gesehen, GTA 6. Du hast das ganze Spiel schon gesehen. Genau, alles. Bist du der Ich hab's schon Leaker? durchgespielt, genau. Aber ich habe auch gelesen, dass es wohl Stimmen gibt, dass die meinten, dass es gar nicht echt wäre. Das Ja, Urwild zum Beispiel. wären wohl GTA 5 irgendwie Sachen, die nur Nee. umgemoddet sind. Nee, Wurde also. erzählt, wurde geschrieben irgendwo in den Kommentaren, wo ich dachte, kann ja sein, ich kenne mich da zu wenig aus. Nee, es ist auf jeden Fall safe. Es ist auch mittlerweile bestätigt von Rockstar. Die haben dann, ich glaube, 2 Tage hat es schon gedauert. Es ist auch zum Wochenende passiert, weil da will ich nicht die Entwickler sein, die da montags ins Studio kommen und also Jefferson, dann dampfen die Wände das einfach, waren Alter. deine Aufnahmen. Ja, nee, also mittlerweile ist zu 95% raus, wer das war. Ein fucking 16-jähriger Junge. Also es hat auch schon bei den, der hat auch vorher schon so ein paar Sachen geschrieben. Oh, das ist ja überraschend, dass jetzt über Nacht das so viral gegangen ist. Fucking GTA 6, GTA 5 war das erfolgreichste Medium aller Zeiten. GTA 6 liegen, huch, das ist ja jetzt viral gegangen, ups. So, Aber und wer die, ist er? er Also ist ein, warte, ich hatte es doch hier irgendwo. ein, ich hab's auch geschrieben, Hurensohn.
Genau, hier steht's. Hurensohn. Man weiß sogar, wann er geboren wurde, dass er Hobby Angeln hat, 19. Februar 2005. Ich dox den jetzt nicht weiter, aber der ist halt dafür bekannt, dass er in so einer Gruppe von Hackern schon am Rumagieren ist. Und deswegen ist er auch schon längst gedoxt worden. Der hat wahrscheinlich auch kurz vorher Uber gehackt. Irgendwie gab es auch. Das war dann noch letzte Woche. Und bei dem war auch die Polizei schon zu Hause und so. Ist auch egal. Das ist halt einfach hart, wenn so ein fucking 16-Jähriger so ein Multibillionen-Dollar-Konzern da anfickt. Ich glaube, der hat es nicht so leicht jetzt. Da klopft die Polizei bei an der Tür so und sind Sie Frau Miller? Ja, und? Warum? Ihr Sohn hat GTA 6 geleakt. Gibt eine große Verwarnung hier, ne? Oh nein! Wenn es nochmal vorkommt, dann kommt er hier ins Gefängnis. Ja. Aber es gab halt wirklich, der hat dann so geschrieben, ja, hier, das ist die E-Mail, da können Angestellte von Rockstar mir gerne Angebote machen und so, weil er augenscheinlich zumindest Teile des Quelltextes hat und was halt richtig hart ist, also wenn der komplette Quelltext geleakt worden wäre, ich weiß nicht, ob die dann das Ding einstampfen hätten müssen oder komplett von vorne anfangen, weil dann ist es ja quasi offen, so für aber alle. Ist ja auch asozial, also weiß nicht, was bringt ihm das? Also ich meine, es ist ja witzig, Cloud. Es wäre witzig, mal so ein paar Videos zu zeigen, so als hier, das machen die gerade, weil die schaffen sich mal irgendwie was mal zu zeigen, wie weit der Stand ist. Aber dann denen zu drohen, gibt mir Geld dafür und hier, wenn jetzt auch noch die Codes geleakt hätte, dann wäre das ja aktives Zerstören von GTA 6 gewesen. Und das hätte ich dann als Assi empfunden. Persönlich. Ich glaube, weißt du, mit 16, da kann man das nicht nachfühlen, wie was diese Serie bedeutet, wenn man mit GTA 3 bei City und so aufwächst. Aber egal. GTA 2 habe ich noch gespielt hier. GTA 2 und. Ja, habe ich damals auch noch gespielt, aber es hat mich noch nicht so gekickt. Also diese Draufsicht muss nicht sein. Ging schon, war okay. Naja, auf jeden Fall viele Szenen. Es gibt insgesamt über eine Stunde an Material, immer so kurze Clips, die wahrscheinlich die Entwickler sich untereinander so einzelne Szenen oder weißt du, wie einzelne Mechaniken wirken, um das so abzugleichen. Deswegen ist es alles sehr unfertig. Die Aufnahmen sollen tatsächlich auch von 2019, 20 sein. Das heißt, also schon relativ die alt. Sehen schon gut aus. Obwohl ein paar gesagt haben, das sieht ja noch gar nicht geil aus. Es ist halt noch nicht ansatzweise fertig und die Leute regen sich auf. Es sieht in dieser Version schon grafisch besser aus als GTA 5. Und was mich halt ein bisschen stört, aber das ist halt wirklich noch früh, ist, dass es so steril wirkt. Das mag ich halt nicht. Obwohl es, also in echt sieht es halt auch steril aus, sag ich mal, wenn du jetzt rausgehst, als so was Cleanes halt. Wenn wir jetzt hier so reingucken, naja gut, meine Tapeten sind dreckig, aber so eine Tapete ist halt einfach steril, sag ich mal. Ja? Aber wenn das in einem Spiel so ist, ist das irgendwie nicht so geil. Ich fand das zum Beispiel bei Hitman immer geil, da fliegen so ganz viele Partikel in der Luft drin, halt übertrieben viele. Stimmt. Aber dadurch wirkt das irgendwie immersiver, als wenn das so ein steril... Ich hoffe, dass das am Ende nicht kommt so vielleicht wird. Noch. Ich meine, es war ja auch... Also ich habe nur eine Szene gesehen, wie diese Hauptprotagonistin in einem Restaurant ist und da rumballert so. Ja. Und da kann es ruhig so aussehen, finde ich. Ja, wenn sie irgendwie in der Wüste ist oder so oder draußen, dann muss man natürlich Regen sehen und Staubkörner und so, Staub. Aber ja, ist noch ganz früh in der Entwicklung und es wird sicherlich noch gut werden. Also für mich hat es eher den Hype geschürt als irgendwie abgetötet. Ich finde, also Vice City eher als Location finde ich geil. Ich hoffe, stimmt. Dass es sich weiterhin auch auf Land bezieht. Und dass es sich ein bisschen noch weiter von Red Dead Redemption, also so soll es wahrscheinlich auch sein, ne, so inspirieren lässt, dieses Weiterdenkt, also dass du zum Beispiel nicht die ganze Zeit 20 Waffen dabei hast, sondern alle Waffen, die du dabei hast, siehst du auch am Körper und so. Das wäre krass, ja. Das finde ich halt viel geiler, das war bei Red Dead Redemption halt schon so und das wäre halt einfach die logische Weiterentwicklung. So. Du kannst ja bei GTA immer so 1000 Waffen mithaben, ne, und die du dann einfach dabei hast und Raketen einfach aus dem Arsch rausziehst. Ja. Das wollen sie ändern, ja, dass es realistischer wird. Ja, es sind natürlich zwei verschiedene Ansätze. Ja, es gibt bestimmt auch viele Leute, die sagen, oh nee, GTA ist eh schon zu ernst, ich will hier Mayhem machen und so. Aber dann spiel halt Saints Row, weißt du? Ja, obwohl das neue auch scheiße ist. Da geht ja auch viel verloren, ne? Ich meine, du trägst dann ja auch dann die Waffen offensichtlich rum und du musst dich auch mal vor den Bullen verstecken und so weiter und musst ja auch friedlich aussehen. Hallo, Amerika, du darfst Open Carry machen in vielen Staaten. In Florida bestimmt erst recht. Ja, aber nicht in der Raketenwerfer, oder? Oder weiß ich nicht. Oder so. Ich weiß nicht, wie das da ist. Maschinengewehr darfst du bestimmt. Kyle Rittenhouse ist auch mit dem Maschinengewehr rumgelaufen und es war cool. Stimmt, er war voll cool. Mega cool. ja, also ich bin gehypt.
Ich habe Bock, auch, also dauert mindestens noch 2 Jahre, bis es rauskommt, aber wie gesagt, Rockstar hat mittlerweile ein Statement gemacht, hat quasi zugegeben, dass es echt ist und hat aber gesagt, jo, es geht jetzt normal weiter, weil viele haben schon befürchtet, dass das jetzt übelst verschoben wird dadurch. Und für die Entwickler ist das bestimmt mega scheiße. Ja Alleine, dass du klar, irgendwie, klar. ich finde das ja auch bei mir nicht geil, wenn ich irgendwie Videos gerade schneide, will ich das auch nicht Leuten zeigen. Ich will halt das fertige Ding, so, weißt du. Ja, aber ich hab Normal, Bock. Ich hab ganz Bock. normal. Ich hab richtig Bock. Das freut mich. Also geil, Alter. Ich sag's dir, ja, GTA 6, ja? Dragon's Dogma 2, Dead Island 2 und. Der Winter kann kommen, Naja, ich oder? glaube, die Spiele kommen alle noch nicht im Winter, Ja, aber wahrscheinlich nicht. die wurden aber alle so in den letzten Monaten angekündigt. Ich habe noch eins vergessen. GTA 6, Dead Island. Ach, Skate, natürlich, das neue Ah, Skate. okay. Ich dachte, du meinst Es das ist der neue Spiel Wahnsinn. von AEW. Nee. Schade. Und wenn alle Stricke nicht reißen, dann habe ich mal Lin hier. Und dann, da werden aber die Finger wund gezockt, hier in dieser Wohnung. Geil. Schön. Ich habe noch gar nicht AfD erwähnt heute. Ah, AfD. schnell. Ich habe aber So. die bessere Überleitung. Ich muss ganz kurz, wenn wir gerade von Vice City sprechen, was ja in Florida spielt, zu Ron DeSantis kommen, der Governor von Florida. Ich habe dir ja gesagt, dass zumindest einmal kurz Amerika erwähnt werden muss. Und da ist noch so viel mehr passiert, aber ich will euch nicht immer langweilen. Beziehungsweise ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, wenn ihr einen Amerika-Boner habt und da mehr hören wollt. Aber ganz kurz nur, denn das war der krasse Skandal des Jahrtausends eigentlich, wenn es in Deutschland gewesen wäre. In Amerika war es just one of those days. Denn DeSantis hat, und es hat irgendwie insgesamt hunderttausende Dollar gekostet, der hat in Texas Flüchtlinge, also Immigranten, die eigentlich auch in Texas einen Termin gehabt hätten, zum legal sich vorstellen und so und eine Green Card oder was auch immer kriegen, der hat die eingekascht, hat gesagt, hier, also nicht er persönlich, aber hat ein Flugzeug hingeschickt, hat die aufgesammelt, hat denen irgendwie dann im Flugzeug 10 € McDonald's-Gutschein gegeben, hat gesagt, hier, wir helfen euch, wird alles cool, Das war ne? nett erstmal, ne? Ist ja Und hat die dann, schön. muss ja überlegen, Florida ist hier. Also ganz im Osten, Texas ist da drüben, im Westen, Südwesten. Da schickt er ein Flugzeug hin, da sammeln die 50 Immigranten auf und dann fliegt dieses Flugzeug nach oben in den Nordosten. Und zwar, ich weiß nicht, zu welchem Bundesstaat gehört, irgendwo bei Washington, zu Martha's Vineyard. Das ist so eine Insel vor, ich glaube halt Washington, wo quasi nur sehr, sehr reiche, sehr demokratisch lehnende Leute wohnen und hat dort einfach diese Flüchtlinge abgesetzt. Flugzeug weg und dann standen die da auf dieser Insel. So. Euer neues Und Leben, viel die Spaß. Idee dahinter war quasi zu sagen, aha, jetzt wenn wir euch Demokraten, die ja Flüchtlinge so toll findet, wenn ihr die so toll findet, na dann hier, nehmt die doch mal. Ja, also über 3 Bundesstaaten hinweg hier irgendwie so ein Ding gemacht. Ohne dass sie Sachen gepackt haben, die waren nur dort, Ja, um zu die wurden sagen, hallo. abgelagert und fertig. So, das wäre Aber halt in Meckes-Gutschein, Deutschland komm. karrierelebend beendend. Aber So. Meckes-Gutschein, komm mal, 10 Alter. Euro Meckes-Gutschein, Das machst also. du wieder gut. So, und dann standen die da. Und die Idee war halt, dass die dann, dass das ein Outrage gibt und dass sie dann halt irgendwie da abgeschoben werden. Aber nein, diese reichen Leute haben sich ganz, ganz toll um diese Menschen gekümmert. Und die haben jetzt direkt auch ein Lawsuit, gefeilt gegen Ron DeSantis, der das initiiert hat. Und da wird jetzt große Klage gemacht. Aber also, das ist jetzt nicht so Internetthema, nicht so Weltthema, aber ich finde es einfach so krass, was das da für eine relativ kleine Sache ist. Also ich glaube nicht, dass da groß was draus passiert. Stell dir mal vor, dass irgendwie Horst Seehofer kommt und bringt so ein paar ukrainische Ja, Flüchtlinge irgendwie es und ist. bringt die nach Berlin und sagt, hier, viel Spaß oder nach Rostock oder so. Es ist halt im besten Fall irgendwie Kidnapping, im schlimmsten Fall ist es Menschenschmuggel oder was weiß ich. Also das ist doch. Gegen, also, na gut, nicht direkt gegen ihren Willen, aber Fraud würde man wahrscheinlich sagen, Betrug. Weißt du, wenn er Da sagt, kriegt schon hier, Ärger kommt mit, dafür. wir helfen euch, aber dann werden die da halt irgendwo auf so einer scheiß Insel abgelagert und dann, yo, ciao. Das gibt schon Ärger, den kann ich mir vorstellen. Ich hoffe doch, Ja. aber der hat halt auch eine gewisse Macht und damit einhergehend eventuell Immunität. Das Mal schauen, kann was schon daraus sein. wird. Ich kann euch updaten, wenn ihr das denn möchtet. Ich muss noch mal was korrigieren. Und zwar habe ich wohl mal vor ein paar Wochen gesagt, dass Bill Kaulitz von Tokyo Hotel OnlyFans macht, weil er irgendwie, weiß ich nicht, und das würde nicht gut laufen. Wurde ich korrigiert von einer Person, ich will sie jetzt gerade nicht doxen, die meinte, es läuft gut für Bill Kaulitz bei OnlyFans. Es läuft Wollte ich ganz gut. kurz richtig stellen, ja. Aha. Wahrscheinlich, weil wir für seinen OnlyFans hier Promo gemacht haben. Bestimmt. Deswegen Da läuft es da ist die jetzt gut. Kausalität. Ja.
So. Wir sind am Ende angekommen, Robin. Ja, und genau wie im Internet war auch für unseren Podcast total irrelevant, dass neben den GTA 6 Sachen auch noch Diablo 4 sehr viel geleakt wurde. Ah. Und deswegen habe ich es jetzt nur mal kurz erwähnt. Diablo 4. Könnt ihr gerne mal googeln, Leute. Googelt mal Diablo 4. Leaks. Aber die Umstände sind ganz mies, weil das waren so, die Entwickler kriegen halt so Proben zum Zocken zu Hause und der hat das wohl irgendwie für eine Handvoll Freunde gestreamt über Discord. Und einer von denen hat es halt einfach aufgenommen. Das ist richtig asozial. Mhm. Ja. Aber wen interessiert Diablo 4? Also bitte. So. Wie war die Woche, Robin? Ganz kurz. Diablo 3 habe ich gespielt. Ich habe den Hype echt nicht verstanden. Also Diablo 3 hat jetzt nicht so den Hype wie 1 und 2. Aber also auch 3 habe ich einfach nicht gefühlt. Ja? Ich bin Generation Champions of Norad und Baldur's Gate auf der PlayStation. Das ist geil, aber bei Diablo hat es einfach nicht Klick gemacht. Die Woche war auf jeden Fall eine Woche, würde ich sagen. Sie hatte 7 Tage. Ungefähr. Ich würde vielleicht sogar ein paar, also mindestens, also weiß ich nicht, warte mal. Also ich finde halt diese Mobilität, was? Mobilisierung fand ich ganz interessant, was da so für Sachen angestoßen ist. Dass offenbar der Rückhalt für Putin bröckelt, und zwar stark. Das fand ich interessant. Wenn ich das Rumgebiefe auf Twitch verstehen würde, wäre das bestimmt auch der Wahnsinn. Bestimmt auch, ja. Ja. Nee, also ich würde schon eine 8 mindestens geben, weil GTA ist für mich ein Riesenthema. Ach so, ja gut, und Iran. Aus der Sicht des Internets und so, virale Hits, ist, finde ich, also auch... GTA 6 liegt, es müsste eigentlich mindestens 8,5 sogar sein. Dazu haben wir noch Iran, wo das echte Leben uns ordentliche Internet-Footage beschert. Stimmt, zu Gutenberg bei RTL ist auch eine riesen Sensation. Also, das ist eine 10. Dann sagen wir eine 8, okay? Bin ich okay mit. Komm, 8,5? 8,5? Du fühlst GTA 6 komm, nicht, acht, ne? 8 Viertel. Ein Viertel. Ey, ich bin GTA-Fan. Ich habe das immer gespielt. Ich habe auch GTA 5, 6 tief gespielt. Du musst es nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ein 16-Jähriger. Die brennt gerade, ich kann nicht. Schade. Ein 16-Jähriger, naja, zwingt in die Knie, würde ich jetzt nicht sagen, aber fickt halt so einen Riesenkonzern des erfolgreichsten Medium aller Zeiten. Ja. Dessen Nachfolger, was irgendwie die fucking ganze Welt erwartet, das liegt der einfach. Und dann sagt er noch, hier, zahlt mir Schutzgeld oder was auch immer, sonst liege ich den Suchsgott. Ja, aber 8,5 ist so nah an der 9 dran, da muss schon echt was passieren. Ich finde, 8,25... Hallo, brennende Polizisten im Iran, das ist mein Joker. Die rennen da so lang, oder Scharia, oder was ist hier richtig? Schari, nein! Was die da so okay, sagen. Okay, 8,5 für die Frauen im Iran. Hast ein Gut, das nächste Mal, wenn ich es nicht fühle, da hast du die 0,5 Gut. So läuft das. Spotify, unsere Playlist, brennt heute unter Musik. Okay. Ich habe schon einen Song, und zwar habe ich den auf einer Geburtstagsfeier gehört, auf der wir beide gewesen sind. Ich sage nicht von welcher Person, weil ich will die Person nicht doxen. Ja. Und zwar, der Song heißt... Ich fand ihn echt super lustig. Ich habe mir jetzt ein... Also jetzt so ein komisches, weirdes, ausländisches, was keiner versteht, Ding, oder? Nein, was? Von Rusty Cage. Ja. White Girls Fuck Dogs. Ah, so. Ich finde diesen Song echt brillant. Okay. Ich habe ihn die Woche so oft gehört. Danke, Person, die Geburtstag hatte. Mhm. Also 1A. Okay, Geburtstag. Also sagst du mir ein Genre? Rusty Cage, White Girls Fuck Dogs. Ich sag jetzt mal Satire. Satire? Was ist das denn? Was Lustiges. Wie halt White Girls Fuck Dogs. Musik, oder sagen wir Musik, die nicht ernst gemeint ist. Alexander Markus, so in die Richtung. Musik, die nicht lustigen, ernst gemeint ist. Ein lustiger Song. Dann gib mal, die will ich eh mal promoten. Gib mal Monsters of Liedermaching ein, was ja, die, super. Ob die auf Spotify sind und wenn ja, was sie da so im Angebot haben. Da gibt es natürlich viele Banger. Ich würde jetzt, eigentlich sind meine Lieblingssongs von denen... Frische Weine nie ist ein Song, den ich übelst feier. Ja, Frische Weine nie ist... Auflaufform mag ich auch sehr, Alter. Also ich muss aber sagen, dass bei Monsters of Liedermaching sind die geilsten Lieder vom Bierhorst diese emotionaleren Lieder. Also Ich bin nicht frei ist richtig geil. Und was, Feuerwehrleute an den Songs, interessant. Wie heißt das? Selbstverständlichkeit. Und genau. Und Leid. Selbstverständlich Leid. Ist das verschrieben? Nee, das ist verschrieben, ja. Lustig. Bei Spotify, ein Tippfehler, finde ich witzig. Und dann eigentlich noch so einen anderen irgendwas hier. Das Wichtigste ist, dass endlich Frühling ist. Ich weiß es nicht. Egal. Ich glaube, die sind alle drei von ihm sind die besten. Und die sind halt nicht witzig. So. Ach so. Nee, aber ich will jetzt, ich find, also im Zweifel, lass mich einmal noch durchscrollen. Such gerne. Aber im Zweifel nehme ich
Ach doch, komm, nehmen wir für die ganzen Frauen, die im Iran kämpfen, nehmen wir jetzt Tod in der Nordsee. Genau, das ist ein sehr feministischer Song. Den nehmen wir jetzt. Noch nie gehört, aber gerne. Tod in der Nordsee. Warum das mit, was das mit den Frauen im Iran zu tun hat, das erfahrt ihr, wenn ihr Tod in der Nordsee euch anhört. Genau, macht das mal. Hört in die Brennholz unter Musik rein. Link in der Beschreibung. Und bei Linkfire noch nicht drin, weil es geht nicht. Aber ich arbeite noch dran. Arbeite dran. Gut. Dann haben wir es doch. Es ist Samstagabend, liebe Leute. Andere machen da hier Party. Wir machen Podcast für euch. Potti machen wir. Ich gehe jetzt nach Hause. Es gibt bei uns jetzt Spaghetti mit Würstchen drin. Ja, ich habe gerade einen Gag gemacht und musste kurz nachgucken, dass der stimmt. Die Hamas, ja. Die Hamas, der Hamas. Ist eine radikal-islamistische... Okay, Hamas. Der Hamas jetzt. Der Hamas gesagt. Heute. Hammer. Ja. Gut, Musik ist so laut. Was isst du heute noch? Hast du noch eine Mahlzeit vor dir? Ja, fertig Nudeln. Geil. Also Tortellini-Scheiß. Auch gut. Kein Bock, ich habe was groß zu machen. Heute beim CSD in Gera gab es Tinos Fritten, hieß die Bude. Aber die waren furchtbar. Okay. Aber die waren sehr nett, die Leute, die beiden da. Aber an denen konnte man nutzen, bis er abgefahren ist. Das ging. Grüße an Tinos Fritte. Tschüss.